Vielen lieben Dank, Herr Doktor, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sehr gerne. Hallo, einen schönen Vormittag. Herr Doktor, jetzt wurden gestern 5.877 Neuinfektionen in Österreich eingemeldet. Eigentlich eine überschaubare Anzahl. Dennoch, der Komplexitätsforscher Peter Klimek geht von einer weitaus höheren Dunkelziffer aus. Wie sehen Sie das? Ja, so ist es. Also die Dunkelziffer wird wahrscheinlich 2- bis 3-mal so hoch sein. Also wir sollten uns nicht mehr an diesen täglich kolportierten Neuinfektionszahlen orientieren, denn im Wesentlichen lassen sich ja nur mehr Leute testen, die Symptome haben. Die Personen, die sich testen lassen, sind sehr rar gesät. Sie haben es gerade angesprochen, man geht von dieser höheren Dunkelziffer aus. Dennoch, momentan ist auch die Situation in den Spitälern noch überschaubar. Glauben Sie, wird sich daran sehr bald etwas ändern? Also ich glaube und hoffe nicht, dass sich sehr bald was ändern wird. Es ist jetzt halt die große Frage. Also die Sommerwelle ist jetzt tatsächlich etwas zurückgegangen. Wir hatten in den letzten Tagen sinkende Zahlen auch von Hospitalisierten und wir haben jetzt ein gewisses, Plateau erreicht. Die Frage ist, werden die Zahlen noch weiter zurückgehen oder wird das jetzt schon langsam schon der Beginn der Herbstwelle sein? Also ich hoffe, dass wir zumindest ein Plateau haben, noch eine gewisse Zeit, bevor die Zahlen dann, wenn wieder alle Leute aus dem Urlaub zurück sind, wenn sie wieder in der Arbeitswelt integriert sind nach dem Urlaub, wenn die Schüler wieder in der Schule sind, dann werden spätestens die Zahlen wieder steigen. Schule ist ein gutes Stichwort. Im Herbst geht es dann weiter. Bildungsminister Martin Polaschek, er hat jetzt auch für die Lehrerinnen und Lehrer bekannt gegeben, dass auch diese, wenn sie infiziert sind, symptomfrei sind, mit FFP2-Maske unterrichten gehen dürfen. Da gibt es von vielen Seiten Kritik. Kritisieren Sie das auch oder sagen Sie, das ist durchaus möglich? Naja, ich kritisiere das auch. Und also 4 Bundesländer machen da ja schon einmal nicht mehr mit, wie es ausschaut. Also wir werden wieder einen Fleckerlteppich haben, selbst im Schulbereich jetzt. Und das ist halt nicht wirklich nachvollziehbar und keine gute Idee. Der Fleckerlteppich, das eine, was sagen Sie dazu, dass eventuell infizierte Lehrer auch vor großen Schulklassen stehen? Ja, das ist halt das Problem, nicht? Und wenn es heißt Symptomlose, wir wissen, es beginnt symptomlos und das kann sich dann durchaus zu einem symptomatischen Verlauf dann entwickeln. Und dann haben wir Lehrer, die Symptome haben, Husten, Niesen, Halsweh etc. Und das ist dann definitiv keine gute Idee. Dann müssten die halt in Krankenstand gehen. Aber wir wissen im Prinzip, dass auch Symptomlose natürlich ansteckend sind. Und was ich ja immer wieder schon kritisiert habe, theoretisch müssten sie 8 Stunden die Maske tragen. Nur ist das praktisch einfach nicht möglich. Es werden diese Personen die Maske immer wieder abnehmen müssen. Vielleicht auch an Orten, wo sie es eigentlich nicht dürften. Also das ist alles so eine halbe Sache. Eine halbe Sache dennoch. In 2 Wochen ist es soweit, die ersten Schülerinnen und Schüler kehren dann quasi schon zurück auf die Schulbänke. Und jetzt ist die große Frage, hat da die Regierung auch genug vorgesorgt? Viele haben ja gefordert, dass es in den Klassenzimmern auch Lüftungssysteme geben soll. Da hat man jetzt nicht nachgerüstet. Wäre das wirklich eine gute Lösung gewesen? Naja, das wäre eine mögliche Lösung oder ein Teil einer Lösung. Nur ist es schon richtig, dass diese Lüftungssysteme relativ teuer sind. Und vorläufig sagt halt der Bildungsminister, dass er sich mit Lüften behelfen wird. Und es gibt andere Möglichkeiten, vor allem eine Testung vor Schulbeginn wäre eigentlich schon angesagt. Dass zumindest nur negativ getestete Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen. Diese Lüftungssysteme,
denke ich, ob der Kosten-Nutzen-Rechnung wirklich aufgeht, das ist die große Frage, weil es halt doch relativ teuer sind. Man kann einfach das Fenster öffnen, frische Luft hereinlassen. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wie oft müsste denn Ihrer Meinung nach in so einem Klassenzimmer gelüftet werden? Naja, da gibt es eben verschiedene Ansätze. Manche sagen nur in den Pausen. Besser wäre natürlich auch einmal während der Unterrichtsstunde. Das sollte aber reichen. Dennoch, jetzt kommt der Winter auf uns zu. Wir sollen auch noch Energie sparen. Das heißt, es wird auch dazu aufgerufen, weniger zu heizen. Ist das nicht genau, stehen sich da diese zwei Dinge nicht total gegenüber? Ja, das steht sich gegenüber. Das ist absolut richtig. Und wir werden sehen, wie sich die Zahlen dann im Laufe des Herbstes und Winters entwickelt werden. Jetzt gab es die letzten beiden Jahre schon die Kritik, man hätte den Sommer verschlafen. Was hat man denn in diesem Sommer von Regierungsseiten gegen diese Pandemie getan? Naja, also ich denke, es gibt da schon einiges. Dieser berühmte Virusvariantenplan wurde auch verabschiedet. Der ist wissenschaftlich sehr gut durchdacht und sieht mehr oder weniger alle Möglichkeiten vor, die da auf uns zukommen könnten. Von ganz harmlosen Omikron-Varianten bis hin zu gefährlichen Virusvarianten und Mischungen davon und was man wann tun soll. Also Gott sei Dank gibt es diesen Plan und man kann dann darauf zurückgreifen, wenn die Sache notwendig ist. Momentan ist es sehr still geworden an den Impfstraßen in Österreich. Wenige holen sich jetzt ihre Schutzimpfungen ab. Wie sieht es denn aus? Bis jetzt ist für den vierten Stich noch nur für wenige vorgesehen bzw. empfohlen. Das heißt, für alle über 60-Jährigen sollte man sich jetzt noch schnell impfen lassen. Denn wie ich gehört habe, kommt bereits ein angepasster Impfstoff im Herbst. Soll ich auf den warten? Also die Sache ist die, das möchte ich hier auch nochmals erwähnen, Sie haben schon angesprochen, das österreichische nationale Impfgremium hat jetzt die empfohlene Altersgrenze um 5 Jahre noch heruntergesetzt, von 65 auf 60 Jahre, also alle über 60-Jährigen sollen sich zum jetzigen Zeitpunkt bereits impfen lassen und daneben natürlich jene mit Vorerkrankungen, immungeschwächte Personen jeglichen Alters. Es ist auch vielleicht keine schlechte Idee, ich meine die Urlaubszeit geht zwar schon langsam leider schon vorüber, aber 1 bis 2 Wochen vor Urlaubsantritt sich die vierte Impfung zu holen, denn man will ja nicht während des Urlaubs krank werden. Und eine gewisse Zeit schützt eine vierte Impfung sogar vor Ansteckung, aber definitiv schützt sie vor einem schweren Verlauf. Und es kann sich in Österreich jeder über 12 Jahre, der das letzte, wie es so schön heißt, immunologische Event oder Ereignis, sprich Impfung oder Infektion, mindestens 4 Monate zurückliegt, kann sich die vierte Impfung holen. Es wird das von immer mehr Fachleuten empfohlen. Aber es steht jedem frei, auf diese angepassten Impfstoffe im Herbst zu warten. Es gibt immer wieder auch neue Varianten, Mutationen des Coronavirus. Ist absehbar, ob es da bald auch in Österreich eine neue Variante geben könnte? Naja, derzeit dominiert nach wie vor BA5. Es gibt ein paar am Horizont, dieses BA2.75, also eine Untervariante von BA2, wurde auch schon in Österreich immer wieder nachgewiesen. Wir wissen noch nicht, ob sich diese neue Virusvariante gegenüber BA5 letztlich durchsetzen wird oder nicht. Aber wir haben durch das Abwassermonitoring ein relativ gutes Monitoring-System. Das heißt, wir sollten das rechtzeitig sehen. Und dann können wir uns danach richten. Es hat immer geheißen, die Impfstoffe könnten relativ schnell an neue Varianten, neue Mutationen auch angepasst werden. Jetzt hat es doch einige Monate gedauert, bis es den angepassten Impfstoff jetzt erst im Herbst geben soll. Wie lange ist da zu rechnen, falls jetzt ein neuer Virus oder eine neue Virusmutation auftaucht, dass dann der Impfstoff wiederum angepasst werden kann?
Naja, also man kann generell sagen, dass diese ganze Gruppe an Omikron-Untervarianten, die würden durch einen angepassten Impfstoff abgedeckt werden. Und es ist hier zwar nicht komplett egal, aber fast egal, welche Omikron-Untervariante dann im Impfstoff letztlich drin sein wird. Sie alle helfen eigentlich besser, gezielter als auf den Wildtypstamm basierende derzeitige Impfstoff. Trotzdem wäre es natürlich besser, den dann aktuell im Herbst und Winter zirkulierenden Stamm auch im Impfstoff zu haben, weil dann die Effizienz natürlich klar besser wäre. Deswegen hat die amerikanische Behörde, die FDA, gefordert, es sollte BA4, BA5 in diesem angepassten Impfstoff drinnen sein. Es ist halt das Problem, dass die Viren uns leider immer einen Schritt voraus sind. Und bis die neuen Impfstoffe produziert werden, bis sie auch alle Sicherheitschecks durchlaufen haben, das braucht halt seine Zeit, denn wir wollen ja sichere Impfstoffe haben. In welche Richtung es ziemlich sicher gehen wird, sind bivalente Impfstoffe, wo wir auch noch den Wildtyp-Stamm drinnen haben und dann eben eine Omikron-Untervariante. Das macht insofern Sinn, weil dieser Impfstoff dann breiter wirkt und auch eine breitere Immunität induziert, was letztlich besser für uns ist, auch in Richtung schwerer Verläufe. Herr Nowotny, eine letzte Frage hätte ich noch an Sie. Kann man davon sprechen, wir haben das bei der Delta-Variante gesehen, da hat es sich vor allem dann um sehr viele Lungenkrankheiten gehandelt. Auf der anderen Seite, Omikron scheint nicht so stark die Lunge anzugreifen. Gibt es da unterschiedliche Symptome? Nein, also derzeit gibt es fast keine Unterschiede bei den verschiedenen Omikron-Untervarianten. Die befallen vor allem, wie wir sagen, den oberen Respirationstrakt und weniger den unteren Respirationstrakt, sprich die Lunge. Und Infektionen des oberen Respirationstraktes sind immer milder, mit Ausnahme von vulnerablen Personen, als solche, die die Lunge angreifen. Also im Moment sieht es nach wie vor so aus, als würden die Omikron-Untervarianten generell eher zu milderen Verläufen neigen. Und wir gehen auch davon aus, dass im Herbst und Winter eine Omikron-Untervariante dominieren wird. Herr Dr. Nowotny, dann bedanke ich mich vielmals für das Gespräch und Ihre Expertise. Sehr gerne und ein schönes Wochenende. Ebenso.